festhalten! Wir fahren jetzt weg von hier! Roboter! Oh, verdammte Scheiße nochmal. Oh Mann! Glaube, ja, der eine ist Geschichte. Perfekt. Ja, immer mit Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ich muss hier erstmal einsammeln. Soll ich denn einsteigen? Ach, da in den Kofferraum wieder. Anja, wir beide. In einem Zug nach Berlin. Ganz ruhig, Blaskovic. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt. Hey.
Aufgang ist gesperrt. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Ach, scheiße. Na gut. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja, sehr schöne und vollkommene Züge. Findest du nicht auch, Ruby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Eng. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Was soll das, mein Herzblatt? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Okay. Haben Sie verstanden? Okay. Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Mhm. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Okay. Gut! Lasst uns anfangen! Kann ich überhaupt danach greifen? Ich glaube nicht. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Nun. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Spinne. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Immer noch Spinne. Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts! Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, in seinem Abteil wartet eine hübsche Dame auf ihn. Lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. Hi. Moin. Die werden wir auch noch irgendwann töten. Irgendwann. Schläft jemand drin? Ha! Anja. Hier rein. Bitteschön. Ich hab Kaffee gebracht. Hast du Durst? William? Ja. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Ja. Würden Sie es mit mir teilen? Manchmal Weihnachten, manchmal ein Geburtstag.
Manchmal Zerstörung, Leid und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Jeder kennt sie. Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie sie zurück nach Eisenwald. Wenn sie noch leben. Irgendwas geht da vor sich. Ein Gefangenentransport. Komm schnell! Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle jetzt Pause. Und ich würde sagen, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche euch... Los, dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten... werde ich euch finden. Der Fall. Oh, wir sind schon im Spiel. Ich bin wirklich gespannt. Das nehmen wir uns direkt mal mehr zu. Was? Wie hast du das denn gemacht? Drücke aufs Touchpad. Ja. Und dann steht Transportmittel. Ich muss mich hier... Ach da, Transportmittel rufen. Muss gedrückt halten. Gedrückt halten, ja. Okay, so.